Grüß euch bei uns am Hochberghaus. Ich bin der Hermann, das alte Eisen vom Hochberghaus. Das Hochberghaus ist auf 1200 Meter im schönen Almtal mit dem breiten Blick ins Almtal. Vorher war Wellness und jetzt kommt Wildness. Für Körper, Geist und Seele in der Natur. Diese einzigartigen Wildness-Angebote können Sie als Hochberghaus-Gast genießen. Das ist die Waldpädagogik, die Waldschule, um zu wissen, wie der Wald und der Mensch miteinander ticken. Ja, Dirndln am Baum steht zusammen im Kreis. Und ich sage euch, der Baum sagt euch alles. Dann gibt es das Waldkneipen. Das Wasser hat 12 Grad. Dein Schneipen halt bei der Fußtreppe, das soll man sowieso immer mit kaltem Wasser arbeiten. Wir haben auch Wildness-Massagen, die direkt bei uns im Haus oder im Wald vor dem Haus stattfinden. Und mit Naturölen und mit Latschenzapferl den Blutkreislauf anregen. Wüder, das ist das Ur-Yoga der Kelten. Beim Wüder, da gibt es die drei Energiezentren, die Kraftfelder, die gestärkt werden. Emotionalfeld, Mentalfeld und Vitalfeld. Blutkreislauf, Lymphe, Muskeln, Sehnen, also alles, was mit dem Körper zusammenhängt. Dann öffnen wir die Hände langsam nach oben. Wir liegen da mitten in die Latschen. Das Latschenbad, das ist ja wieder etwas Besseres für die Lunge. Die Latschen haben natürlicherweise ganz viele ätherische Öle. Und wir nutzen da einfach dieses wunderschöne Panorama, was wir da haben. Unser super Cumberland-Wildpark ist ganz in der Nähe und auch Waldtiere sind ein Teil von Wildness. Das ist der Wildness-Ruhestand. Das ist eigentlich die alpine Antwort auf den Strandkorb. Und ich hoffe, ihr kommt bald zu uns und wir sehen uns bald im Wald.